sind so. Am Zielort angekommen. Danke. Was ist dein scheiß Problem, Psychoanzug? Huch. Sieht das hier aus wie ein Landeplatz? Du hättest uns umbringen können. Was, Alter? Nein, hey, hey, wir wollen echt gerne Ärger mit dir. Lass mich hier in Ruhe. Hassel. Der ist richtig, richtig verängstigt, der Junge. Tach. Siehst nach Ärger aus. Mhm. Warum passiert sowas? Der ist richtig fertig da hinten. Such dir einen Job. Wow, ich hab einen Job. Du sitzt hier und bist am Rauchen irgendwo in so einem Dreckloch. Nein, kein Ärger. Ich bin geschäftlich hier. Schön zu hören. Ja, darf ich rein? Willkommen im Levis. Ah. Danke. Geil, kannst direkt ein Fass Bier unter den Arm nehmen und reinmarschieren, ne? Ja? Willst du was loswerden? Nö. Okay, boah, Alter, ich weiß überhaupt nicht, soll ich jetzt mal woanders gucken gehen oder ist es so viel? Oh, Toilette. No future, oh schön, ja. Keine Toilettenmechanik. Schade. Das ist wirklich deprimierend. Doch! Ach nee, da lag ein Plektrum. Jetzt kann man Gitarre spielen, Leute. Gitarre. Ich geh einfach mal rein. Sch! Vanilla Unicorn 2077. Alter Junge, ey. Wie geht's denn so, Herzchen? Hallo. Ich will mal richtige Unterhaltung mit den Leuten führen, aber. Ich habe gerade zu tun. Okay. Kein Geld mehr für Stühle gehabt, scheinbar. Alle am Rauchen. Das ist ungesund. Was zum? Kennen wir uns? Die wollen alle nicht mit mir reden. Das finde ich richtig, richtig schade. Ist das da hinten nicht der Jenzimmer? Hallo? Küss meine Titten, du Fick! Hey, Entschuldigung mal. Also sowas Freches hier aber auch. Lol, hier ist der DJ. Oh! Vatna Jökull, still. Ach, das ist halt Wasser, ne? Verleiht dir Zustand der Hydration. Verleiht dir den Zustand Hydration, der deine maximale Ausdauer um 10%, deine Ausdauerregeneration 50% pro Sekunde erhöht. Kann ich den da jetzt einfach. Ich klau das einfach mal. Ich hätte auch eine VR-Brille auf, Alter. Jetzt ruft hier gerade die Werkstatt von meinem Auto an. Ist mir egal. Lass mich in Ruhe. Dies ist der CQE. Da muss ich Geld für bezahlen. Da will ich auch nicht eigentlich. Ja, jetzt bin ich aber im Kreis gelaufen. Wie komme ich denn da drunter? Nein. Oh, nein. Nein, falsch. Hier bin ich ein bisschen falsch abgebogen. Entschuldigung. Verschlossen. Ah, hier. Hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss.
Ich bin komplett im Kreis gelaufen, Mann. Aber ich krieg gerade richtige Flashbacks. An die Gamescom 2017, glaube ich. Und nee, 2018. Weil da haben die quasi, bevor man in die Cyberpunk-Präsentation reingegangen ist, haben die auch so eine Bar aufgebaut, die der hier sehr ähnlich sah. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich die war. Minimap hilft dir. Ach, danke. Ja, ich bin einfach, hier ist die Treppe. Danke, egal. Würde mich interessieren, was da für Musik kommt, wenn man Copyright-Musik anhat. Das könnt ihr alles selber rausfinden. Das ist ja das Schöne. Das Spiel ist so gigantisch, dass ihr alles auch nochmal selber erkunden könnt. Das ist einfach geil. Okay. New Century! Okay, komm. Kommst nicht auf, Thea, oder? Schön, dich zu sehen, Cabron. Jetzt setz dich und sag mir, warum du so mies drauf bist. Auch schön, dich zu sehen, Jack. Wie geht's dir? Valentinos und Maelstrom liegen ständig im Clinch. Gibt eine Menge Eddies zu holen, wenn man sich nicht umbringen lässt. Du weißt ja, wie es ist. Kann mich nicht beklagen, aber hier geht's nicht um mich. Erzähl mir von deinem kleinen Problem. Jackie, ehe ich loslege, das muss unter uns bleiben. Supuesto. Ich mein's ernst. Diese Sache könnte mich ruinieren. Ich doch auch. Du weißt schon, mit wem du redest, oder? Ist nicht mein erstes Barbecue. Denk an Mexiko, an der Grenze. Hätte ich nur ein Wörtchen gesagt. Ich weiß, du hast mir den Arsch gerettet. Hättest du nur ein Pieps übers Kartell gesagt. Hab ich aber nicht. Und hier wird's genauso sein. Deshalb bist du zu Jackie gekommen. Datensplitter. Nimm ihn. Ich finde seine Frise richtig nice. Was meinst du? Das wird nicht billig. Kann ich bitte auch sowas haben? Einen guten Plan. Keine Spuren. Nur harte Eddies. Nur harte Eddies, Alter. Ist ein Job für eine Crew. Ein Techie, vielleicht auch zwei. Runner mit Gold im Schädel. Fahrer mit richtig schneller Karre. Natürlich ein Solo. Mhm. Genau der fehlt mir. Und dafür brauchst du mich. Ich soll die Frau für dich kalt machen. Ich dachte, ich kann auf dich zählen. Ich brauche jemanden, dem ich vertraue. Heikle Sache, ich weiß. Deshalb brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Das ist keine heikle Sache, Hermano. Das ist ein Auftragsmord. Ganz einfach. Du weißt doch, wie Arasaka arbeitet. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist kein simpler Gefallen, den ich einfach so ablehnen kann. Aber ich und das solltest du auch tun. Und jetzt betrinken wir uns und reden über... Ja! Gracias, Manita. Hakuna Matata. Doppelter Tequila mit Grenadin und Limettensaft. Das Beste gegen blanke Nerven. Komm, ab geht es. Auf das hier. Wird das ein Toast sein? Was bedeutet das überhaupt? Du hebst das Glas auf deine Prost, Mama, ne? Deine Hermana, auf die Mamacita an der Bar. Nicht das hier. Das bedeutet doch nicht. Auf das hier. Dieser Job und all der Konzernscheiß. Weißt du, was das ist? Un pacto con el Diablo. Sag ich schon immer. Deine Seele gehört den Arasaka-Teufel. Heute wollen sie, dass du jemanden umnietest. Und morgen lassen sie dich abknallen. Du glaubst, ich habe eine Wahl? Wenn ich mich weigere, nehmen die mir alles. Lass sie doch. Dann haben sie dich endlich nicht mehr bei den Eiern. Da hat er irgendwo recht. Wie es dir geht. Aber ich lass nicht jeden an mein Gehänge. Schon gar keine von Saburos Matones. Irgendwann schaffe ich den Absprung. Aber vorerst bleibe ich wohl greifbar. Das wirst du immer sein. Immer. Oh. Was wird das? Gibt's ein Problem? Wie? Ist das korrekt? Hat Jenkins euch geschickt? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Korrekt. Aber wir kennen dich sehr gut. Jenkins hat dir heute etwas aufgetragen und du wirst uns alles darüber sagen.
Wie waren Name und Abteilung? Habe ich beim ersten Mal nicht richtig verstanden. Ach, fuck! Ach. Na, wie geht's uns so? Jeglicher Zugriff auf Konzernnetzwerke ist hiermit ungültig. In 2 Minuten hört jegliche Konzernkybernetik in deinem Besitz auf zu funktionieren. Händige uns die Daten von Jenkins aus. Damit ist der Kündigungsprozess abgeschlossen. Wie zum Henker? Habt ihr es rausgefunden? Das hat dich nicht zu interessieren. Die Daten sofort! Die Daten sind auf dem Splitter. Gute Entscheidung. Was das? Mit den Formalitäten ja. Aber ich glaube, Abernathy würde uns mehr zahlen, wenn wir dich ganz loswerden. Aufstehen! Du kommst mit uns mit! Komm schon, los! Ist gleich vorbei schon das Spiel. Bitte. Ich glaube, ihr habt vergessen, wie weit ihr von zu Hause weg seid. Die Gegend ist nicht so euer Stil, oder? Das wird ungesund für euch sein. Warum? Wenn ihr schießt, schießen wir vielleicht auch. Und ehe wir uns versehen, ist vielleicht einer tot. Wir haben, was wir wollten. Das reicht fürs Erste. Ja, ist scheiße gelaufen. Scheiße gelaufen. Oh, das war knapp. Viel zu schade, dass wir keine Wahl haben. Alles klar? Wie fühlst du dich? Richtig? Ja. Scheiße. Mein Hals ist wie Sandpapier. Ich kann kaum atmen. Wie als mein kleiner Primito auf Entzug war. Schüttelfrost, zittrige Hände, kalter Schweiß und Keuchhusten. Ja, so in etwa. Hey, soll ich dich zu einem Ripper bringen? Oder ist vielleicht Traumateam schon unterwegs? Traumateam ist Krankenwagen, kann das sein? Ja, kein TT mehr für mich, Jack. Genau wie keine Biocam-Steuerung, keine Konzernwohnung und kein Bankkonto. Alles weg. Jesus, die Wichser sind schnell. Aber du fühlst dich okay? Ich meine. Jo, das ganze Overlay ist weg plötzlich, ne? Gib mir eine Minute. Bin gleich soweit. Das war's, Jack. Mein Leben ist weg. Alles dahin. Ich würde sagen, du hast es wieder. Du konntest nicht Nein zu ihnen sagen. Also haben sie es getan. Das wird dir gut tun. Wirst sehen. Außerdem ist nicht alles weg. Du willst sagen, ich habe noch einen Freund? Das ist nett. Ich mag den, der ist richtig sympathisch. Nein, Dumpfback. Mit seinem Lächeln. Der richtig süß. Möchte ihn küssen. Ein schöner Batzen Kohle. Perfekt für einen hübsch gepolsterten Neuanfang. Genau, Cabron. Jetzt geht's erst los. Hey, hörst du mich? Du siehst nicht gut aus. Rip. Wie? Hey, Hermano. Dein neues Leben beginnt genau jetzt. Ab geht's! Ich will tanzen. Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat. Ach ja, ich will vergessen, wie wir ausgesehen haben. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel ablegst. Das sieht nach ziemlich viel Spaß aus, Leute. Ist das ein Zahn?
E.T.T. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Wie gesagt, die ganzen Grafikfehler ignoriert einfach, weil wir die Vorabversion spielen, ne? Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Das T-Shirt ist richtig geil. Darf ich bitte dieses T-Shirt haben? Ich will es haben. Ich will dieses T-Shirt haben. Ich will dieses T-Shirt haben. Make it possible. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Oh, jetzt darf ich schießen. Ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Ja. Achso, warte, woher hast du den? Ich guck mir, ich mach das ganz langsam und gediegen, ich möchte mich genießen. Deswegen gucke ich mir die blauen auch immer schön an, ne? Damit wir auch ein bisschen Infos haben. Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie's besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Ja, komm, dann knallen wir uns mal das Tutorial rein. Schaden. Rein. Und los geht es. Ein bisschen was von Matrix, ne? Geil. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Nein! Ich habe sie nicht verstanden. Nein! Entschuldigung. So, Driller. Drilli. Drilli, Drilli, Drilli! Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Ist auch ein geiles Cosplay, die oder? Die Fähigkeiten, die sie hier erlangen, wenn er öfter vorkommt, helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Cool. Denn bei Militech haben wir... Bei Militech haben wir nichts drauf. Hat. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt. Station 1, du Made. Los, los, los. Uff, uff, uff. Ich hoffe, du bist bereit. Natürlich. Ab geht es. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Mhm. Nimm die Waffe. Ah, ich kann auch rennen. Okay, cool. Ja, nehm ich mal die. So. Damit würdest du keine Probleme haben. Ja, das kennt man, ne? Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Mhm. Wahrscheinlich bin ich ab jetzt sofort überfordert. Oh nein, sie bewegen sich! Oh, ich habe tatsächlich einen Schuss mehr gebaut. Ich soll das ein bisschen ernster nehmen. Nicht übel. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Ich war schneller als das Tutorial. Oh, die hält aber ganz schön aus hier. Du wurdest schlecht verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Ich stelle sofort wieder 40% an Gesundheit her. Also das heißt, ich muss so ein Ding aufheben, um es zu benutzen. Wobei, ich kann es aufheben. Ah, ach so, und ah, scheiße, okay. Das seht ihr jetzt nicht. Ich blende mal ganz kurz meine Cam aus. Das ist halt problematisch. An welcher Stelle könnt ihr jetzt am Ende entscheiden? Also guckt euch mal an, wie das Overlay aussieht, dann sagt ihr, welche Sachen ihr lieber sehen wollt. Hier haben wir nämlich jetzt unten mit T das Telefon, mit V, glaube ich, das Auto. Und jetzt mittlere Maustaste und X nochmal Zusatzfähigkeiten. Auf der anderen Seite haben wir aber die Munition. Ich weiß nicht, was ich jetzt mehr verdecken soll. Ich mache jetzt erstmal so weiter, wie ich es jetzt habe. Wenn ich was ändern soll, dann sagt ihr gerne Bescheid, ne? So. Ja, haben wir, ne? Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Tunes dabei. Du weißt, was zu tun ist, Pete. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich nicht so oft Shooter spiele? Hier muss ich auf jeden Fall erstmal reinkommen ins Game. Ich spiele nicht so oft Shooter.
Das macht sich jetzt bezahlt. Ja. Super Arbeit, Lee. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Nein! Ah, jetzt habe ich eins zu viel benutzt. Autschi! Cam oben mittig, Kopf über. Cam etwas kleiner und neben den Key-Infos daneben platzieren. Also. Was ist? Wollen wir? So? Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Ich kann aber. Na komm, ich mach mich einfach auf die Seite. Wie viel Munition ich habe, interessiert, glaube ich, mit am wenigsten. Kann das sein? Ist egal, machen wir es so. Rückstuhl sieht fett aus. Ja, ist schon, merkt man. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Hack. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Okay. Warum bist du jetzt eigentlich eine Frau und nicht wieder so ein Roboter? Bist du... Dann ist jetzt natürlich eine gute Frage. Ist das jetzt immer noch diese Militärübung? Oder hat sich da jemand reingehackt und hat das ganze Ding... Ich weiß es nicht. Ja, ist ja gut. Laden wir mal los hier. Der Greenscreen ist verrutscht. Ja, ist ja gut. Dann machen wir das jetzt so. Ist so besser. Ist so gut. Ist sich gut so? Ist sich gut? Sind alle zufrieden? So, hacken. Scanner. Achso, ich kann aus der Ferne. Okay, Gefahren werden rot hervorgehoben. Objekte, die du hacken kannst, werden grün hervorgehoben. Kann die. Sonstige nützliche Objekte werden blau hervorgehoben. Hä? Hier wird wieder was. Also, das hier ist ja blau. Das ist die nützliche Gegenstand. Das ist rot. Ah, da! Ah, nee, das ist. Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen einsetzen. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quick Hacks und Ziele auswählen kannst. Benutze den Quick Hack Ablenkungsmanöver, um die Wache abzulenken. Du kannst die Liste aller verfügbaren Quick Hacks mit Q, bla bla bla. Okay, das heißt. Ping, was heißt Ping? Ping das Netzwerk des Ziels an, um alle damit verbundenen Personen und Geräte zu finden. Achso, ja, also Ping ist Ping, auch hier. Okay, Ablenkungsmanöver. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Und dann jetzt aber loslassen, oder? Ne, ausführen, F. Quick Hack wird los, hochgeladen. Okay. Blockiert. Achso, ich muss loslassen. Ah! Stil vor Substanz. Gut, jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn auf. Knack. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Nehmen wir dich mal mit, ne? Komm mal mit. Hoch und versteck sie. Ja, komm. Ja, komm. Du kannst tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Gut, dann machen wir das mal, ne? Rein in die Kiste. Wegwerfen. Ja gut. Schön. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Tschüssi. Schön einfrieren, damit er noch länger hält. Reicht das? Soll ich noch was tun? Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Uff. Okay. Also so. Drücke F, um den Quick Hack Kamerasteuerung auszuführen. Fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, die Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Okay. Quick Hacks Gegner manipulieren. Selbst wenn du bereits die Kontrolle über eine feindliche Kamera oder einen Geschützturm hast, kannst du weitere Geräte oder Gegner durch Quick Hacks manipulieren. Breach-Protokoll. Quick Hacks Speicherkosten. Du hast nicht genügend verfügbare Speicherpunkte, um den Quick Hack Granatenzündung zu benutzen. Das Breach-Protokoll kann im gesamten Netzwerk einen Effekt auslösen. Benutze es jetzt, um Speicherkosten für alle Quick Hacks zu senken.
Okay. Junge, ey, das ist so... Alter, meine ich das nur, oder ist das unfassbar kompliziert gerade? Es kann aber nur am Anfang so sein, ich weiß es nicht. Zum Hochladen des Eisbrecher-Demons musst du dessen Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Code-Matrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Okay, ich brauche die 55, 55, BD, 55. So, okay. Das Breach-Protokoll beginnt mit einer ersten aktiven Zeile. Wähle 55 aus der Code-Matrix aus. F. Oh, das geht auf Zeit. Ach so, ich muss das hier mitmachen. Aber kann ich das jetzt nochmal nehmen aus derselben? Hä? Jetzt, zünde die Granate. Okay, ich kann es nachvollziehen, aber ich finde es gerade noch sehr kompliziert, muss ich ehrlich gestehen. Das jetzt stellt euch mal vor, wir sind in einer Stresssituation, wo da irgendwie... Also ich meine, klar, sowas macht man jetzt nicht gerade, wenn man, obwohl könnte man theoretisch schon, wenn man da in entgegen ist von Gegnern, die auf einen schießen. Und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner Eisenführung wirst du noch gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran. Auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Ich nehme noch mal einen mit, ne? Was haben wir denn hier noch? Stealth. Oh, nice. Stealths. Okay. Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Schleich. 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 Oh, shit. Die muss ich auch angucken, um die zu markieren. Okay. Um ein Ziel mit deiner optischen Cyberware zu markieren, drücke darauf und drücke Mausrad. Oder? Oder... Passiert nichts. Ich hoffe, mein Mausrad funktioniert auch. Habe ich doch jetzt, ne? Oder habe ich eine vergessen? Ist es richtig? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich habe das gemacht. Aber wenn ich Mausrad drücke, passiert halt nichts. Und ich meine, die sind ja jetzt alle markiert. Oder bin ich jetzt bescheuert? Oder nee. Ich habe locker einen vergessen, oder warum bleibt das? Ziele darauf. Ah! Oder? Nee. Ich warte mal auf eine andere Taste. Kann sein, dass mir eine mittlere Maustaste im Arsch ist. Warte mal. Hier rein. Markieren da. Was nehmen wir denn? Welche Taste ist denn noch gar nicht zuge. Nein, nicht runter. Obwohl, ich kann, nee, warte mal, nein, ich möchte abbrechen. Ich glaube, es ist einfach nur die Maus, ne? Es ist gar nicht die Maustaste. Dann habe ich die doch alle markiert. Okay, dann fehlt vielleicht noch einer. Oder hängt hier gerade das Spiel? Ich weiß es nicht, Leute. Was denkt ihr? Sagt es mir. Ich weiß es nicht. Oder gibt es hier noch? Ist da noch einer? Hello? Da ist locker noch einer irgendwo. Oder? Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Spiel hängt oder ob ich was falsch mache. Okay, pass auf. Wir gehen da jetzt nochmal ganz normal. Okay. Um ein Ziel mit deiner optischen Cyberware zu markieren, ziele darauf und drücke...
Lol, oh nein. Jetzt, warte mal, in OBS ist das... seit wann zittert das so? Ist das seit gerade erst? Okay, ist weg, ne? Boah, jetzt sag mir bitte nicht, dass es ist, seitdem wir auf Ultra... So, mittlere Maustaste habe ich gemacht. Dann ist das vielleicht doch die Taste. Okay, ich setze das doch mal vielleicht auf eine andere. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, markieren. Ich bin halt ein bisschen stutzig, dass hier, ne, wenn ihr euch die da Sache mal anguckt, hereinzoomen. Ah ne, warte, das ist ja auch Mausrad. Ich glaube, die Taste ist einfach Schrott. Jetzt brauche ich aber irgendeine Taste, die noch nicht belegt ist. WASD, C, 1, 2, 3, Q, R, E. Wenn wir V nehmen, ist V noch nicht. V. Fahrzeug rufen ist V, scheiße. Ich habe nachgeschaut bei Gameplay, sonstiges. Muss der Punkt Nacktheit sein. Ist er nicht. Ich schätze mal, weil wir den Pinnemann am Anfang nicht genommen haben. Weil wir die Unterhose angelassen haben. Ich schätze mal, daran liegt es. Ich weiß nicht, ob Ranzi da Pinnemann-Action gemacht hat. Und das deswegen da bei ihm war. Wir lassen das jetzt einfach. Wenn das so sein sollte, dann muss ich schnell reagieren. Ich habe hier mein Stream Deck, da klicke ich schnell auf mein Gesicht oder so. Aber, ja, welche Taste nehme ich jetzt? Dann nehme ich N ist auch. X. Haben wir X? X, X, ah, X war das andere, dann nehmen wir Y. Ja, schade. Ich weiß nicht, was mit meiner Maus ist, aber ich... Ach, jetzt habe ich das nicht umgeändert. Entschuldigung. Okay, machen wir mal Y. So. Was heißt das hier? Einfach, weil es neu ist. Anwenden. Okay. Also so. Und jetzt... Okay. Es lag tatsächlich an meiner Maustaste. Da ist meine Maus einfach Schrott. Es lag nicht am Spiel, es lag auch nicht an mir, es lag einfach an meiner Hardware. Achso, ich muss ja auch so. Betritt den Trainingsbereich. So. Betrittst du das Sichtfeld eines Gegners, füllt sich deine Alarmanzeige. Geh rechtzeitig in Deckung, ehe er dich bemerkt. In Deckung, schnell. Nice. Nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Okay. Hier geht's um Tarnung. Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. Scheiße, okay. Ja, er schießt. Mach mich mal kaputt. Ja, ich hab verkackt. Okay, ich muss also den nicht umbringen, sondern es ist... geht in. Das X ist viel zu nah an dem C dran. Ich verschwende meine ganzen Health Packs, Alter. Komplett... ja, egal. So, pass mal auf. Also. Entdeckung, schnell. Okay. Nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Aber der sieht mich doch. Hier geht's um Tarnung, wie. Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. Wenn ich jetzt hochgehe, sieht er mich doch, oder nicht? Nova. Na gut, weiter, okay. Zum nächsten Bereich. Okay. Sicherheitssystem, halte die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschütztürmen und Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegnern deine Position verraten können. Okay. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Achso, okay. Ich darf die anderen Sachen nicht anwenden. Es geht einzig und allein darum. Achso, muss ich rum. Ups. Sieht er mich? Um mein Ziel mit deiner optischen Cyberware zu markieren, ziele drauf und drücke Y. Ach ja, stimmt. Das war's. Das ist nur die Kamera. Okay.
Alter. Feindliche Kameras, die dich entdecken können, haben orangefarbene Scannerstrahlen, wohingegen verbündete Kameras grüne Scannerstrahlen haben. Okay. Kameras entdecken dich, wenn du ihr Sichtfeld betrittst. Geräusche können sie doch jeden nicht registrieren. Okay, das heißt, wenn ich jetzt schnell da durchrenne, sieht die mich nicht. Weil die keine Geräusche hören kann. Okay. Es hat geklappt. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. So kommst du raus. Jawohl. Ich glaube, das wird was. Ja, dann bin ich mal gespannt. Was jetzt noch kommt hier. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalte ihn aus. Schmutzigen. Der sieht fies aus. Oha, das ist ein Brocken, ne? So. Achso, ich muss ihn markieren. Mit Y. So. Das war ja wohl klar. Starke Gegner packen. Gegner mit bedeutend höherem Level gekennzeichnet mit dem Symbol Totenkopf können sich mit Leichtigkeit aus deinem Griff befreien. Sie lassen sich nur äußerst schwer neutralisieren, darum solltest du vorsichtig sein. Okay. Okay, das reicht. Ja, das Suchen war... Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Das war ja auch... Oh, nice. Faustkampf. Yes. Komm mal her. Yeah. Aha. Tribbeli, du triffst mich nicht. Ich bin ein Tiger. Ich bin eine Gazelle. Ich bin ein Waschbär. Bam! Ha! Komm her. Ja, brauchst du nicht hier eine auf. Ich rauche jetzt schneller eine und dann geht's mir besser machen hier. Schnelle Angriffskombos. Um eine Kombo aus schnellen Angriffen auszuführen, drücke linke Maustaste, während der vorherige schnelle Angriff aufgeführt wird. Okay. Also. Ha! Ho! Ha! Schwere Angriffe. Halte gedrückt. Linke Maus hast du gedrückt. Um einen schweren Nahkampfangriff aufzuladen und lass. Um mich auszuführen. Okay. Komm mal her. Na komm. Und. Zack! Und. Also, Ausdauer. Fortlaufendes Angreifen des Gegners kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Achte hin und wieder auf deinen gelben Ausdauerbalken am oberen Rand deines HUDs. Da oben. Ach so. Ganz in der Mitte oben, falls das noch nicht. Auch nicht. Okay. Okay, dann komm mal her. Blockende Gegner. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greif ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Der nächste Trottel kann blocken. Alles klar, nice. Das heißt, schwere Angriffe nehmen die Blockierung auf. Ist das Bild jetzt besser bei OBS? Oder zittert das immer noch? Blocks durchbrechen. Schnelle Angriffe führen einem blockenden Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe können seine Abwehrhaltung durchbrechen. Ist besser. Ja, das habe ich in der Mail auch. Also die haben uns halt eine Mail mit vielen Hinweisen zum Spiel geschickt. Und jetzt zum Beispiel mit OBS ist das, glaube ich, so. Das habe ich, meine ich, sogar gelesen. Dass wenn ich die Einstellung umstelle, die Grafik einstellen, sollte ich das Spiel einmal neu starten. Was logisch ist. Habe ich natürlich nicht gemacht. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt nicht die ganze Zeit gezittert hat. Ich habe da nämlich nicht drauf geachtet. Wenn ihr sowas seht, dann sagt es. Auf jeden Fall. Lieber einmal zu viel fragen, als dass wir hier sitzen und ihr habt dann da so einen Kack, wisst ihr? So, schnelle Angriffe fügen einem blockenden Gegner keinen Schaden zu, nur schwere. Ja gut, das habe ich selber rausgefunden, ja. Ach, falsche Taste, ich block selber gerade. So. Autschi! So. Blocke drei gegnerische Angriffe. Okay, das ist ja wohl. Jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Ausdauerkosten fürs Blocken. Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Okay. Dann machen wir meine Abwehrhaltung weg. Gut. Blocke zwei schwere Angriffe. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie deine schweren Angriffe ihre. Okay. Ich frage mich, wie oft es zum Faustkampf kommt. Aber. Kontere. Drücke bei einem eingehenden Angriff rechte Maus, also um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren und automatisch einen Gegenangriff auszuführen. Okay. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Warte. War das ein Konter oder macht der das automatisch, wenn ich
Also ist das ist nicht. Ach so. Oh ja, da war es so ein bisschen asynchron. Scheiße. Okay, alles klar. Wie gesagt, so eine Fehler ignorieren einfach. Danke. Drücke zweimal schnell WASD, um die gewünschte Richtung auszuweichen. Ach so. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft. Oh shit, okay, das ist auch gar nicht so einfach. Gut. Da liegt er am Boden. Setze alle bisher gelernten Techniken ein, um den Gegner zu neutralisieren. Du hast okay. Den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte. Oh, das war jetzt ja nicht so schwer. Mit Nahkampfwaffen. Oh, Katana! Ho! Ja, ja, ho! Ho! Ja! Hatsch, hatsch! Oh. Nahkampfwaffen. Die Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Nice. Komm her. Oh, Junge, ich will einen Katana. Gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Abschließender Test. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Okay. Give it all. Wir Katana Action! Schaka, 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 schaka! Nice. Super. Du machst das echt ziemlich gut. Dankeschön. Stell dich auf die Plattform. Nice. Tschüssikowski. Ja, ich glaube, das haben wir, ne? Neiser Scheiser. Viel Glück, wie. Habt ihr was auf WhatsApp geschrieben? Meinst du den Clip? Ach nee, da kommt nicht. Ah, okay. Jesse hat geguckt. Ich gehe einmal raus und dann müssen wir einmal kurz ins Hauptmenü und die Nacktheit ausstellen. Das geht wohl nur im Hauptmenü, wenn sie recht hat. Sie hat sich ein paar Videos angeguckt. Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Machen wir gleich. Hat dir der Fixer irgendwelche Tipps gegeben? Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir mal kurz. Speichern derzeit nicht möglich. Gut, dann... Scheiße. Sehen wir es durch. Komm, in der Mission wird es ja wohl keine Nackedice geben. Toi, toi, toi. Okay, das Spiel ist gerade sowieso abgestürzt. Ja gut, okay. Dann hat sich das so wohl erledigt auch irgendwie. Ich hoffe, dass das jetzt nicht auf Dauer so ist.